Okay, vielleicht besteht die Chance, dass Sie an eine dieser fantastischen Maschinen herankommen könnten oder möglicherweise sogar die Möglichkeit, dass jemand sich dieses Video ansieht und sagt, hey, ich habe eines dieser Autos. Aber die Chancen stehen schlecht. Tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Sie vom Blitz getroffen oder von einem Hai gefressen werden. Wenn Sie jedoch wissen möchten, was ein Hyperauto ist und warum es wahrscheinlich ist, dass Sie niemals eines davon fahren oder wenigstens sehen werden, dann haben wir für Sie 11 dieser maximalen Hyperautos zusammengestellt. Aber bevor wir starten, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit Sie es als erstes erfahren, wenn ein neues Video erscheint. Toyota GR Supersport. Der Toyota TS050 Hybrid ist ein Rennwagen, der für die Langstreckenweltmeisterschaft 2016 unter den Le Mans Prototypregeln entwickelt wurde. Die vorherigen Wagen nutzten einen V8 Saugmotor, aber dieses neue Hybridauto hat einen V6 Motor und eine 8 Megajoule Hybridanlage, die mit Lithiumbatterien betrieben wird. Toyota gewann die 24 Stunden von Le Mans 2018 mit dem ersten und zweiten Platz für seine beiden Autos. Das sollte ausreichen, um in jedem die Aufregung über den GR Supersport zu wecken, der die gleichen Technologien verwenden wird wie das TS050 Hybrid-Rennauto. Der GR Supersport arbeitet mit einem in der Mitte aufmontierten 2,4 Liter Biturbo V6 und der rennerprobten Toyota Hybridanlage Racing, um insgesamt 986 PS oder 735 kW Leistung zu erzeugen. 13 Zoll Räder vorne und hinten bieten jede Menge Auflagefläche für die Reifen, um die Leistung auf den Asphalt zu bringen. Die Karosserie und das Styling des Wagens sind stark vom Toyota FT1 Konzept inspiriert. McLaren P1 GTR. Der McLaren P1 ist ein Auto, das bei allem an die Grenzen geht. Der Mittelmotor kann beeindruckende 986 PS leisten und er verfügt über ein sogenanntes ERS Style Push-to-Pass System. Der Wagen hat einen großen feststehenden Heckflügel mit einem Formel 1 Drag Reduction System und die Seitenspiegel sind höher auf den A-Säulen montiert, um sie auf Augenhöhe zu bringen, damit man die Verschwommenheit von allem, das an ihnen vorbeizieht, sehen kann. Es reduziert auch jeglichen Widerstand gegen den Wagen. Dieses Hyperauto bietet eine rennerprobte Federung mit 19 Zoll Motorsport. Sporträdern. Der aus Titanlegierung bestehende Auspuff im geraden Doppelröhrendesign ragt direkt aus der Mitte des Hecks heraus. Etwas weiteres Cooles daran, dieses Hyperauto zu besitzen, sofern Sie glücklich und reich genug sind, ist, dass zu dem Wagen die Teilnahme an Rennveranstaltungen auf einigen der legendärsten Rennstrecken gehört, zusammen mit der Unterstützung durch Spezialisten. Die Kosten für all das? 2,6 Millionen US-Dollar. Aston Martin One 77. Der britische Autoproduzent Aston Martin ist bekannt für seinen Stil. Wenn es aber auch um Geschwindigkeit geht, haben sie das ebenfalls abgedeckt. Der Aston Martin 177 kann eine Geschwindigkeit von 350 km pro Stunde erreichen und beschleunigt von 0 auf 95 innerhalb von 3,4 Sekunden. Die Leistung produziert ein 7,3 Liter V12 Motor, der 750 PS stark ist und begleitet wird das von einem sechsgängigen automatisierten Schaltgetriebe. Das Gewicht des Wagens liegt bei 1630 Kilo. Er verfügt über ein Kohlefaser-Monok-Fahrgestell und eine elegante, handgefertigte Aluminiumkarosserie. Die Höchstgeschwindigkeit des Autos liegt bei 350 km/h und es beschleunigt in nur 3,5 Sekunden von 0 auf 95. All das würde Sie 2,9 Millionen US-Dollar kosten, sollten Sie überhaupt die Gelegenheit bekommen, sich einen zu sichern. Königsegg Agera R. Der Hersteller dieses Wagens, Königsegg Agera R, nennt ihn Thors Hammer. Und das aus gutem Grund. Dieses Hyperauto ist nicht nur leistungsstark, sondern macht auch von fortschrittlicher Technologie Gebrauch. In jedem Aspekt. Angefangen von der fantastischen visuellen Gestaltung des Autos bis hin zur Kraftstoffanlage. Zu den Veredelungen des Wagens gehören eine Kohlefaserfronthaube und Stoßstange, neue Frontseiten-Winglets, ein komplett neu entworfener Aero-Auspuff und gesteigerte Motorleistung sowie eine höhere Redline. Königsegg war der erste Hyperauto-Produzent, der einen Schritt in Richtung grüner Technologie gegangen ist und der Agera läuft mit E85 und E100 Biokraftstoff, der ihm eine Leistung von 1140 PS ermöglicht.
Sie können das Auto auch mit 95 Oktan betreiben, jedoch reduziert sich die PS-Zahl dann auf 960, da 95 Oktan Kraftstoff weniger Oktan beinhaltet als Ethanol E85. Im Jahr 2011 hat der Agera R einen neuen Weltrekord aufgestellt, indem er 0 auf 300 auf 0 Kilometer pro Stunde in einer Zeit von nur 21,19 Sekunden gefahren ist. Diese Zeit wurde bisher nur vom Koenigsegg One-to-One im Jahr 2015 in den Schatten gestellt. Lycan Hypersport. Dieses Auto wird von einem Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten namens W Motors gebaut, das 2012 im Libanon gegründet wurde und eine Kollaboration libanesischer, französischer und italienischer Ingenieure darstellt. Es ist der erste Sportwagen, der im Mittleren Osten entworfen und produziert wird. Die Produktion des Autos war auf nur 7 Stück limitiert und es ist der nach dem Lamborghini Veneno und dem Maybach Exelero der teuerste Serienwagen mit Kosten von 3,4 Millionen US-Dollar. Dies ist das erste Auto, bei dem Juwelen in den Scheinwerfern eingebettet sind und sie beinhalten Titan-LED-Flügel mit 420 Diamanten mit insgesamt 15 Karat. Jedoch kann der Käufer des Wagens seine Wahl treffen, welche Juwelen er in den Scheinwerfern verbaut haben möchte. Ob Rubine, Diamanten, gelbe Diamanten oder Saphire, je nach Farbe des Wagens. Der Motor ist ein 3,7 Liter Biturbo-Sechszylinder-Motor, entwickelt von Roof mit 780 PS. Und eine Höchstgeschwindigkeit von 395 km/h. Die Beschleunigung von 0 auf 100 schafft er in unfassbaren 2,8 Sekunden. Pagani Huayra. Der Pagani Huayra ist der Nachfolger des Pagani Sonda und wurde nach dem südamerikanischen Gott des Windes benannt. Aus gutem Grund. Es ist ein mittelmotoriges Hyperauto, das über ein besseres Leistungsgewicht verfügt als der Bugatti Veyron Supersport. Das Auto wiegt 1350 Kilogramm und wird von einem 700 PS starken Biturbo AMG V12 Motor angetrieben. Das verleiht dem Auto eine Beschleunigungszeit von 0 auf 100 in nur 3,5 Sekunden und eine Spitzengeschwindigkeit von mehr als 370 Kilometern pro Stunde. Ein interessanter Fakt zum Huayra ist, dass er über 4 aerodynamische Bremsklappen an jeder Ecke des Wagens verfügt, um den Anpressdruck zu maximieren und den Widerstand zu minimieren. Abhängig von der Kursabweichung, Drosselklappenstellung, Lenkwinkel und Bremskraft. Der Preis dieses Hyperautos liegt bei etwa 2,7 Millionen US-Dollar. Bugatti Veyron Supersport. Jeder, der Top Gear gesehen hat, kennt den Bugatti Veyron Supersport. Das Auto ist unglaublich schnell und hat eine Spitzengeschwindigkeit von 430 km/h erreicht. Der Veyron ist ein Mittelmotorwagen, der von der Volkswagen-Gruppe in Deutschland entwickelt wird, aber im französischen Molsheim hergestellt. Der Veyron ist mit einem 8 Liter vierfach turbogeladenen 16-Zylinder-Motor ausgestattet, was gleichbedeutend mit 2 engwinkligen, miteinander verschraubten V8-Motoren ist und 1184 PS erzeugt. Das Getriebe ist ein computergesteuertes Doppelkupplungs-Direktschaltautomatikgetriebe mit 7 Übersetzungen und Magnesiumwippen hinter dem Lenkrad sowie einer Schaltzeit von unter 150 Millisekunden, gebaut von Ricardo of England. Sollten Sie das Getriebe dieses Wagens einmal austauschen müssen, würde Sie das 120.000 US-Dollar kosten. Würden Sie den Bugatti Veyron Supersport aus 2015 kaufen, wäre dafür eine Summe von 2,1 Millionen US-Dollar fällig. Ferrari FXXK. Dieses Hyperauto ist eine richtig genial aussehende Maschine und basiert auf dem straßenzugelassenen LaFerrari. Das K im Namen des neuen Wagens bezieht sich auf das Kinetic Energy Recovery System, welches ein Elektromotor und Batteriesystem nutzt, was wiederum dazu dient, die Leistung zu maximieren. Die Leistung bringt ein 6,3 Liter V12 Motor, aber der Wagen hat zusätzlich einen 140 Kilowatt Elektromotor. Die Leistung liegt bei 884 PS mit dem Motor alleine, aber wenn der Elektromotor unterstützt, sind es insgesamt 1036 PS. Das Auto hat 4 verschiedene Fahrmodi: Qualify, Long Run, Fast Charge und Manual Boost, wobei die gesamte Leistung des Motors und der Batterien für maximale Leistung, Kurven und Geschwindigkeit genutzt werden.
Die Produktion des Ferrari FXXK begann in 2015 und wurde bis 2017 fortgesetzt, wobei lediglich 40 Wagen gebaut wurden. Die Autos werden von Ferrari vorgehalten, gepflegt und gewartet und sind nur für die Halter der Autos an Renntagen zugänglich. Der Preis für einen dieser Wagen? 3 Millionen US-Dollar, womit sie zusätzlich etwas Streckenzeit auf einigen der berühmtesten Rennstrecken und ein Team von Rennunterstützungsspezialisten erhalten. Etwas Interessantes zu diesem Wagen ist, dass es oben auf dem Dach über eine kleine Finne verfügt, die eine Warnanlage für den Elektromotor und das System des Wagens ist. Sie hat grüne Lichter, die anzeigen, dass das System in Ordnung und ordnungsgemäß geerdet ist. Wenn die kleine Finne dagegen rot aufleuchtet und Sie das Auto anfassen, könnten Sie durch einen Elektroschock getötet werden, der durch die Stromstärke von 480 Volt erzeugt wird. Bedenken Sie das also, falls Sie jemals das Glück haben sollten, in die Nähe eines dieser Autos zu gelangen und sich aus irgendeinem Grund entscheiden, es anzufassen. Der Porsche 918 Spyder. Es scheint so, als wären Elektroautos etwas, das beginnt, auch in Bezug auf Superwagen wichtig zu werden. Allerdings mögen viele Leute das Geräusch, das ein Benzinverbrennungsmotor erzeugt. Und wenn wir ehrlich sind, wer mag das kehlige Aufbrüllen eines Hyperautomotors nicht? Porsche hat jedoch die Idee, den Elektromotor langsam auch im Superautobereich einzubringen und hat den Porsche 918 Spyder kreiert. Ein Hybrid-Mittelmotorauto mit einem 4,6 Liter V8-Motor, welcher 608 PS erzeugt und zwei Elektromotoren, die zusätzliche 280 PS zusteuern, sodass insgesamt 887 PS zur Verfügung stehen. Ein 154 PS starker Elektromotor treibt die Hinterreifen parallel zum Motor an und dient zudem als Hauptgenerator. Das beliebte Motortrend hat einen unabhängigen Test des Porsche 918 durchgeführt und nennt eine Beschleunigungszeit von 2,4 Sekunden für 0 auf 95 km/h und sagt, es sei das schnellste Auto bei 95 km/h, das von ihnen jemals getestet wurde. Der Preis für den Porsche 918 Spyder beginnt bei 845.000 US-Dollar. Lamborghini Veneno. Es ist schwierig zu sagen, welches Hyperauto wirklich am besten oder coolsten aussieht. Aber der Lamborghini Veneno ist eine wirklich genial aussehende Maschine und er verfügt auch über die Leistung, um all das zu unterfüttern. Der Hauptfokus des Lamborghini Veneno im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem Aventador, lag in der Optimierung der Aerodynamik und der Verbesserung der Stabilität, was in der Folge zu einem Rennprototyp mit der authentischen, dynamischen Erfahrung eines Roadsters führte. Die Leichtgewichtkonstruktion des Kohlefaserrahmens ist nicht nur auffallend sichtbar, man kann auch erahnen, wie schnell diese Maschine wirklich ist, wenn man sich das Leistungsgewicht von 4,38 ansieht, welches dem Wagen die Beschleunigung von 0 auf 95 in nur 2,9 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 355 km/h ermöglicht. Der Wagen wird von einem 12-Zylinder angetrieben, der 750 PS erzeugt. All die Leistung wird mit einem Allradantrieb auf die Straße gebracht. Und um all die Pferde stoppen zu können, hat das Auto ein Carbon-Keramik-Bremssystem. Ferrari LaFerrari. Dieser Wagen ist als Ferraris ambitioniertestes Projekt aller Zeiten bekannt. Der erste Serienwagen überhaupt, der mit der Formel 1 erprobten Hybridlösung The Hi-Cur System ausgestattet ist, die einen Elektromotor mit 145 PS mit der leistungsstärksten Version des klassischen Ferrari V12 mit 790 PS bei 9000 Umdrehungen pro Minute kombiniert, sodass insgesamt 930 PS erzeugt werden. Der Wagen kann von 0 auf 100 in nur 2,4 Sekunden beschleunigen, von 0 auf 200 in unter 7 Sekunden und eine Geschwindigkeit von nur 300 km/h erreicht er in 15 Sekunden. Und nur am Rande, der Name LaFerrari bedeutet wortwörtlich der Ferrari im Italienischen und in einigen anderen romanischen Sprachen. Aber die wahre Bedeutung des Namens liegt darin, dass dieser Wagen Ferraris bestimmender Ferrari ist und nur ein Blick auf die Maschine spricht Bände über die Wahl des Namens. Wir hoffen, Sie hatten Spaß an unserem Video. Wir würden gerne erfahren, welches dieser Autos Ihr Favorit ist. Vergessen Sie nicht, uns unbedingt zu abonnieren und die Benachrichtigungen einzuschalten, sodass Sie es sofort erfahren, wenn wir ein neues Video hochladen. Wir freuen uns, dass Sie vorbeigeschaut haben und danken Ihnen fürs Zuschauen.